Assalamu alaikum, mein Name ist Miriam, ich bin 40 Jahre alt, geschieden, ich bin aus der Slowakei. Entschuldigen Sie für mein schlechtes Deutsch, ich werde mich bemühen, das Beste zu machen. Ich will sagen, wie bin ich zum Islam gekommen. Also, ich habe mich für verschiedene Religionen interessiert, um Antworten zu finden auf diese Fragen, die sich eigentlich jeder Mensch liegt. Zum Beispiel, woher bin ich gekommen auf dieser Welt, warum jetzt, warum hier, wie kann zum Beispiel Universum unendlich sein, was steckt dahinter, wer hat ihn geschaffen, warum die Menschen so verschieden sind und warum passieren Dinge, die kann man nicht antworten oder verstehen. Und diese Frage habe ich immer eine Antwort gesucht. Also dann durch verschiedene Möglichkeiten bin ich zu den Informationen über Islam und Koran gekommen. Und dann habe ich auch Bibel gelesen, dass ich aufgrund der logischen Kenntnisse vergleichen kann beide Bücher. Und so habe ich gründlicher Islam und Koran studieren angefangen. Ich will sagen, dass ich sehe, das ist meine Meinung und meine Erfahrung, dass ich sehe um mir eine morale Korruption in unserer Gesellschaft. Und die Medien und die Kirche bringt keine Lösungen für Lebens. Und je mehr ich lese Koran, desto besser ich sehe, was für Hochmoral dieses Buch beinhaltet. Ich will auch sagen, dass Koran, und kann man finden viele nebenlogische Erklärungen, die reinpassen oder entsprechen vielen Zeichen rund uns. Und Koran hat mit klaren Weisen erklärt, die Grund von unserem Leben, erklärt, wie kann man mit den besten Möglichkeiten durch dieses erdliches Leben durchgehen. Und wenn wir das alles erklären mit Logik, finden wir viele Ähnlichkeiten und Fakten, die das unterstützen. Also soll man auch nicht vergessen, die riesigen Zahl von den wissenschaftlichen Zeichen und Wunder, die nur in diesem Jahrhundert entdeckt sind. Ich bin der Meinung, dass im Koran gibt es keine logische oder mathematische oder moralische Fehler. Und im Koran finden wir nicht irgendein Widerspruch oder Fantasie, Märchengeschichte. Koran ist hochgeschrieben Buch, welches niemand kann so etwas Ähnliches bringen oder schreiben. Also so habe ich auch durch andere Muslimbrüder und Schwester Koran und Islam mehr kennengelernt. Also wie habe ich schon gesagt, ich bin der Meinung, dass Koran bietet eine komplexe logische Lösung für unsere Sozial- und Moralprobleme. Und die morale und wissenschaftliche Beweise, gegründete auf Logik, siegen einfach über alle anderen Religionen. Ich will nochmal sagen, dass unsere westliche Kultur ist krank und auf den falschen Konzeptionen gegründet. Die sind in Medien präsentiert. Zum Beispiel die Werbung ausnutzt die Frauen als Maschinen für Geld durch Sex. Also, am Schluss will ich sagen, also lass dich führen von deinen eigenen Entscheidungen und lass dich nicht von anderen beeinflussen und entscheide dich aufgrund eigener Logik und Erfahrungen so, dass du zufrieden bist mit deinen Entscheidungen. Ich muss noch sagen, dass ich weiß, dass die Unwissenheit und Ignoration und manchmal Hass ist sehr groß stark in unserer Gesellschaft. Aber eigentlich ist das auch deine eigene Schuld, wenn du lebst als blind. Also Islam ist nicht gegen dich, sondern kommt zu dir. Du bist willkommen und er hilft dir, dich befreien von der Sklaverei und Dunkelheit. Also, du kannst dich befreien und befreie dich mit diesem Satz. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Es gibt keinen Gott außer einzigen Gott und Mohammed ist sein letzter Prophet. Salam alaikum.